Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Heute haben wir einiges vor. Unter anderem abbrechen, back to game. Okay, sorry. Heute haben wir einiges vor. Und zwar wollen wir heute eine Obsidianproduktion, die unendlich läuft, machen und Elevator machen. Da können wir direkt zwei von machen. Und das würde ich sagen, machen wir direkt am Anfang der Folge, bevor es dann zu den spannenden Sachen geht. Also, dafür brauchen wir hier Elevator. Und zwar weiße. Und zwar weiße. So, da haben wir jetzt zwei von. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir können hier die Scheiße abbauen. Dafür gehen wir jetzt allerdings noch einmal ganz kurz hoch. Gehen hier raus. So, hier die Leiter bauen wir ab. So, die Minecarts können wir immer noch gebrauchen. So, jetzt kommt hier einer hin. Und zwar exakt hier, wo der Kiesblock ist. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen hinsetzen, sollten wir. Genau, dann kommen wir nämlich hier hoch. Das bedeutet jetzt jedoch, wir müssen uns hier nochmal hochstecken. Das heißt, den hier bauen wir auch nochmal ab. Und stecken uns jetzt hier einfach ganz normal, friedlich hoch. Und ich persönlich finde das echt geil. Moment mal, wo muss denn jetzt hin? Hier, ne? E-Spitzhacke. Nein, die Energiekonduits kommen mal hier hin. Weil jetzt können wir hier dieses zum Rausgehen, können wir einmal komplett ab. Oh Mist. Weg mit dir. Weiche vor mir, du Dämon. Okay, gut. Den können wir einmal hier das alles rundrum abreißen. So. Dann setzen wir hier den Elevator Block hin. Dann hier das weg. Hier rein und jetzt einfach nur wieder runtergraben. So. Und dann setzen wir da unten wieder einen Elevator-Block hin. Und zwar hier. Und jetzt kommen wir direkt hier oben an. Ich persönlich finde das einfach so richtig geil. Weil das kann man unendlich erweitern. Zum Beispiel können wir jetzt da oben einen weiteren hin machen, der dann zum Beispiel blau oder rot ist oder so. Und ja. Ja, die Schafe habe ich mir von dem lieben Professor Ente geholt. Und die Materialien, die wir jetzt haben, die wir jetzt benutzen werden, sind von Rotz. Der hat ein paar alte Beziehungen spielen lassen. Und was brauchen wir denn zuerst? Wir brauchen ein Aquisus Accumulator. Hold Shift, pulls water from surroundings. Das bedeutet so viel wie, dass der aus einer Wasserquelle einfach unendlich die ganze Zeit Wasser zieht. Dafür brauchen wir einen Eimer. Den haben wir. Glas haben wir. Das hier haben wir nicht. Das hier haben wir nicht. Das müssen wir craften.
So, dann brauchen wir das hier. Das haben wir nämlich auch nicht. Also, was wir jetzt gerade gemacht haben, war ein Kupferrad und ein Redstone-Servo. Jetzt brauchen wir noch zwei Tin-Gear. Eins, zwei. Und ansonsten brauchen wir halt hier noch Glas. Und einen Device-Frame. So, das heißt, wir craften das jetzt hier alles schön zusammen. Und jetzt hätten wir das. Jetzt brauchen wir, ich aber allerdings nochmal ein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo sind meine Eimer hin? Hey, ich hatte die. Ah, nee, die habe ich im Inventar. Ups. Ja, um jetzt an Wasser zu kommen, müssen wir hier mal einmal ganz kurz aufreißen. Und uns hier unten mal bedienen. Einmal, zweimal. Einfach wieder mal verschließen. Das mache ich später eh noch alles schöner. Und diese Maschine, die bauen wir jetzt einfach mal. Haben wir hier irgendwo drei Platz? Nee, ne? Dann bauen wir die einfach hier rein. Eins. Ich finde die Animation vom Wasser so geil mit dem Shader. Hier, das schwappt so richtig schön. Und den setzen wir hier hin. Das kleine Gerät, was wir gerade gebaut haben. So, und da seht ihr nichts. So, der Input muss. Ich glaube, ich muss den seitlich setzen. Wenn ich den so setze. Lol, was ist denn da los? Also so. Ignore it. Okay, das funktioniert gerade nicht so, wie ich es haben möchte. Moment mal, da machen wir mal gerade eben eine 4x4 Quelle. Eins, zwei. Gut. Dann hier den weg. Hier ein Wassereimer hin. Und dann den hier hin. Hey, wieso macht der denn jetzt nichts? Eigentlich sollte das Ding jetzt funktionieren. Okay, wir machen jetzt trotzdem die anderen Sachen schon mal. Da muss ich mich nochmal erkundigen. Wir craften jetzt erstmal und dann gucke ich mir das nochmal an. Und ja. Als nächstes brauchen wir ein Ig. Nee. Hier, ist das, was das macht. Dafür brauchen wir einen Pisten. Zack. Einmal ein Meshenframe. Einmal das kleine Ding hier. Zwei Invergears. Und das war's, glaube ich, auch schon. So, jetzt war's das. So, und jetzt müssen wir das hier drauf stellen. Ja, genau. Das hier muss mit Energie versorgt werden. Da muss ich gerade gucken, dafür ich den Strom am besten von
hier dran. So. Ist jetzt nicht unbedingt sehr schön, aber erfüllt seinen Zweck. Gut, der füllt sich jetzt mit Stein. Als nächstes brauche ich einen Lava. Wie hieß der? Lava Resonator oder so. La. Hier den Lava Fabricator, genau. Dafür brauchen wir Plastik-Sheets. Die sind einfach nur aus Plastik zu machen. Habe ich mir auch alles liefern lassen. Obsidian haben wir. Das hier nochmal. Goldnuggets. Basic Capacitor. Meshen Casing. Erstmal Iron Bars natürlich. Ich dachte, ich hätte noch welche. So. Und jetzt hätten wir den hier, glaube ich, auch schon. Ja, ein Lava Fabricator. Und der soll aus dem Nichts einfach Lava machen. Darum setzen wir den hier direkt mal da drauf. Der braucht Energie. Das soll er natürlich bekommen. Jetzt bekommt er Energie. Gut. Den Input legen wir auch mal nach hier. O oben. Dann soll der da nämlich. Mal schön, ob sie die. Ja. Aber warum funktioniert das nicht? Da blicke ich gerade nicht hinter. Warum klappt das nicht? Eglurus. Always active. Müsste das doch sein, wenn der Redstone-Signal ignoriert. Hier soll der. Braucht er auch Energie? Hundert 8000 Mini-Buckets passen hier rein. Na gut, wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Hey, und da bin ich auch wieder. Ich habe geguckt, ich habe es nicht gefunden. Darum haben wir jetzt hier unten diese Wasserreservoirblöcke. Und hier wird jetzt ganz, ganz langsam Lava produziert. Hier ist voll mit Wasser. Das dauert also noch ein bisschen. Ich weiß gerade auch nicht, warum der so verdammt langsam ist. Aber naja gut, ich kann hier ein bisschen ja offscreen zocken und irgendwann haben wir dann vielleicht ein bisschen was. Ich kann das jetzt nur noch mit den Crucibles unterstützen. Und ja, das war's dann mit dieser Folge. Ja, was ich noch sagen wollte, ich denke mal, das liegt tatsächlich an der mangelnden Energieversorgung, weil wir haben hier vier Generatoren für insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verschiedene Energiesachen. Und ja, die kommen nämlich nicht mehr hinterher. Darum funktioniert das so scheiße. Muss man auf gut Deutsch zu sagen. Und
Ich habe allerdings auch einen Mod drin, der das bald beheben wird. Wenn es klappt, wie ich will, baue ich nämlich einen Atomreaktor, der mir auch mal eben um die Ohren fliegen kann. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge auch. Wir haben heute echt viel geschafft, wenn man einfach bedenkt, dass wir einen Elevator haben. Möglicherweise kommt nächste Folge dann wieder eine Baufolge oder ich baue das offscreen und zeig's euch dann einfach wieder. Dann hole ich mir auf jeden Fall bald wieder eine Frau. Und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.